for Italy. During the verification, a small seal is placed on the hand apparatus. Szalaggyakorlat következik. Bemutatja Fráter Viktória Magyarország. Unverkennbar und nicht überhörbar. Jetzt schlägt die ungarische Seele hoch. Denn Viktória Fráter hat ihren zweiten Auftritt nach dem Seil am ersten Tag. Nun ihre zweite und letzte Chance für die 18-jährige Budapesterin hier zu Hause. Die ganze Familie ist da. Und es ist ja auch kein Newcomer. Seit 92 Olympia Barcelona dabei. Auch bei den Weltmeisterschaften, 15. im Mehrkampf, 16. 94 in Paris, 14. im Vorjahr. Aber in den Finals, zum ersten Mal hier in Budapest. Filmmusik wählte sie, Adams Family, 8. Platz Seil. Und jetzt, Viktória Fráter. Auch nach der Übung von Andrea Szalai wird es auch nach dieser Übung von Viktória Fráter hier in Ungarn, glaube ich, einen Aufschwung der Gymnastik geben. Denn hier sind die Fans förmlich auf der Jagd nach Autogrammen von ihren Vorbildern. Viele junge Mädchen beschäftigen sich mit dieser Gymnastikform, ob in der Freizeit oder auch in der Leistungsvariante. Und ein regelrechter Boom hat sich in Frankreich entwickelt beispielsweise und auch in Deutschland. Durch Team Aerobic und 1,2 Millionen Mädchen und Frauen betreiben, naja, zumindest nicht rhythmische Sportgymnastik, aber die Gymnastik als Teil ihrer Freizeit. Diese Verbindung sollte man auch sehen, wenn man hier den faszinierenden Bandspuren folgt und auch angestrengte Gesichter sieht, denn die Elite muss hart kämpfen. Anna Moinar ist die Trainerin. Sie kommt vom USC Budapest. Viktória Fráter ist 1,63 Meter groß und 48 Kilogramm, Idealmaße. Vierter Platz 9616, das kann sich bei einem WM-Finale durchaus sehen lassen.